Hallo, da sind wir wieder zurück bei Let's Play God of War. Ja, wir sind endlich im Berg angekommen, da wo wir draufklettern sollen, um die Asche unserer verstorbenen Frau zu verstreuen. Aber da hochzukommen ist nicht so einfach, da hier anscheinend mal Riesen waren, die uns mit komischen Tests testen wollen. Und deswegen müssen wir uns hier so mühsam den Weg durchschlagen. Okay, Atreus hat uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen Licht gemacht. Das ist schon mal nicht so schlecht. Hier stehen ein paar versteinerte Gegner rum, warum auch immer. These passages seem too small for giants. Why do you laugh? Oh, you're serious. I am always serious. I forget. Mom always said you never took an interest in history. Giants are just a race, like elves and Hoggerfolk. It doesn't mean they're big. What of the world serpent? Okay, in that case, giant also means big, but there's only one of them. Ja, okay, das erklärt einiges. Das habe ich mich auch damals in den Thor-Filmen immer gefragt, wenn Loki ja auch ein Riese ist, aber er nicht wirklich riesig ist und die Riesen an sich da ja auch nicht so riesig sind. Warum sie dann so heißen, aber es ist einfach der Name ihres Volks. Und es gibt zwar große, aber die müssen nicht alle wirklich groß sein. Mit so einer Erklärung kann ich leben. Okay, und es wird einfach nicht heller in diesem Berg. Was ja auch irgendwie logisch ist, aber es nervt irgendwann. Ja, dafür greifen uns wieder irgendwelche Gegner an. Mit irgendwelchen Mistviechern noch als Gehilfen dabei. Und was war das denn gerade für ein Wurf? Boah, aber da direkt zwei auf einmal erwischt. Ach, diese Wiedergänger, die gehen mir auf den Sack. Bäm. Gut gemacht, Atreus. Habt ihr gesehen, mit vollem Körpereinsatz springt er in den Gegner. Oh, jetzt wird er gerade angegriffen irgendwo. Wo denn? Oh, da oben. Oh, das war knapp, ey. Hui. Ist mir aber dann auch noch gar nicht passiert im Spiel, dass Atreus mal, ja, ich weiß nicht, was passiert denn da mit ihm? Wird er getötet oder wird er nur entführt? Oder was? Ist mir auf jeden Fall noch nicht passiert. Deswegen kann ich nicht sowas dazu sagen. Okay, hier sind auf jeden Fall schon wieder Runen. Das sieht wieder nach einem Rätsel aus, wo wir rausfinden müssen, wo es weitergeht, wo die ganzen Runen versteckt sind. Guck mal, da oben hängt so ein Kristall mitten an der Wand. Was macht denn der? Ah, okay. Der dient mal wieder nur als Lampe, damit wir hier diese drei Dinger sehen. Dann nehmen wir sie halt schon mal mit. Wenn wir uns schon die Mühe machen, da Licht zu machen, dann können wir uns auch den Preis einsacken. So. Das ist zwar alles nur Hacksilber, aber das hilft uns ja auch weiter. Okay. Gut, hier ist wieder irgendwo ein Vogel. Einer von Odins Raben. Man hört es wieder an den Geräuschen. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal noch eine Rune. Zwei haben wir schon mal. Und meistens sind es aber drei. Wir wissen auch noch nicht, auf welche wir sie überhaupt einstellen müssen. Weil wir noch nicht mal das gefunden haben, was zu den Runen dazugehört. Ob es jetzt eine Truhe ist oder wieder nur eine verschlossene Tür. Deswegen sollten wir uns zuerst noch ein bisschen umgucken. So, dann gehen wir da hoch, Atreus. Guck mal, da stecken auch noch so Kristalle. Was machen die denn? Ah, okay. Die stunnen so die Gegner, wenn sie in der Nähe stehen. Ja, verdammt, da war ich zu spät. Jetzt hätte ich ihn finishen können. Naja, machen wir halt so kalt. Oh, da hinten kommt noch was mit zwei Energieleisten. Das ist ja auch so ein großes Teil davon. Du bist auch keine Herausforderung, Kumpel. Siehste, und tot. Naja, noch nicht ganz. Jetzt aber. Okay. So, ja, hier muss man sich natürlich erstmal den Überblick verschaffen in so einem verschachtelten Gebiet. Aber da haben wir auch auf jeden Fall schon mal die dritte Rune. Okay, die Runen haben wir also schon mal gefunden. Jetzt müssen wir immer nur noch finden, wozu die eigentlich gehören. Na, wir haben es gesehen, vielleicht. Ah, okay, das macht uns schon mal einen Weg. Wo der hinführt, können wir gleich gucken. Oder machen wir es jetzt?
Ah, da ist eine Truhe. Okay. Dann ist anscheinend die Truhe das, was wir öffnen müssen. Aber die hat leider keine Anzeige, was für Runen da reinkommen. Und da dachte ich mir zuerst, was machen wir da? Eigentlich ist es relativ einfach. Die Lösung ist nämlich versteckt. Und ja, ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen Probleme, die zu finden, obwohl sie eigentlich nicht wirklich schwer versteckt ist. Es dauert, glaube ich, ein bisschen, bis ich mal auf den Gedanken komme, Moment, irgendwie muss da doch was sein, oder? Ich habe es jetzt schon gerade wieder gesehen, aber wie gesagt, wenn man es nur sich nochmal anguckt und schon weiß, dann wundert man sich manchmal, was man hier im Spiel dann so macht. Und ja, es dauert ein bisschen, bis ich dann auf den Gedanken komme, dass irgendwo anders ja ein Code versteckt sein muss. Weil das Spiel ja nicht von einem verlangen kann, dass man da jetzt hunderte verschiedener Zahlenkombinationen durchgehen kann oder Runenkombinationen in diesem Fall. Indem man immer wieder die Runen verändert und guckt, ob sich die Truhe zufällig öffnet. Das wäre ja barbarisch, geradezu. Naja, laufen wir einfach ein bisschen rum. Oh, und Leute, ich kann euch sagen, ey, dieses Jahr wird teuer an Spielen. Was dieses Jahr wirklich an Spielen rauskommt und auch qualitativ hochwertigen Sachen, ist echt schon krass. Wir sind jetzt gerade momentan, wenn ich das aufnehme hier, ist ja meistens nicht allzu weit weg, nicht so wie meine alten Projekte. Ende Mai haben wir jetzt gerade. Und jetzt vor kurzem ist auch Detroit rausgekommen, Detroit Become Human, das neue Spiel von Quantic Dream. Und es ist auch ein sehr gutes Spiel. Bis jetzt, wer auf sowas steht. Und ja, so kann es gern weitergehen. Mit God of War schon einen ziemlich coolen Auftakt gehabt. Dann geht's weiter mit Detroit. Jetzt im Juni, Juli kommt Jurassic World raus. Das ist das Aufbauspiel. Also im Juni als Download-Version, Juli als Disc-Version. Und dann geht's auch schon fast weiter. Was kommt noch alles? Ich versuche jetzt gerade nur die Zeit zu überbrücken, bis ich mal raff, was man da machen muss. Was kommt denn? Ja, im September kommt ein neues Tomb Raider und ein Spider-Man, also dieses PS4-exklusive Spider-Man. Und danach kommt schon Red Dead Redemption 2 im Oktober. Also es geht auf und ab hier. So, ja, ich bin hier schon mal auf jeden Fall auf dem richtigen Dampfer. Ich denke mir die ganze Zeit, hier muss doch irgendwas sein. Guck mal, hier haben wir, glaube ich, so einen Riesen. Der jetzt nicht so viel, nicht so riesig ist. Er ist ein bisschen größer. Und siehe da, er hat mit seinem Blut was an die Wand geschrieben, nämlich die drei Runen, die wir brauchen. Und da haben wir dann auch schon die Lösung. Es war, glaube ich, ein B, ein N und ein R. Da haben wir zum Beispiel schon das R, das ich eigentlich lassen können. Es gibt auch nicht alle, deswegen lassen wir das R. Haben wir das schon mal. Und dann gucken wir mal, was wir hier einstellen können. Okay, da haben wir das N. Okay, dann fehlt nur noch das B. Das könnte ja dann da oben sein, wenn wir Glück haben. Boah, wenn wir drankommen würden. Oh Mann, das ist echt zu weit weg, oder was? Okay, wenn wir näher rangehen, bringt das vielleicht was? Immer so knapp daneben. Okay, vielleicht gibt es ja irgendwo einen anderen Weg, von wo aus wir treffen können. Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Vielleicht von da... Ah, guck mal, von hier, ja. Von dieser Brücke aus, die ich mir gerade angeguckt habe. Oh, aber selbst da, ey, muss man die richtige Stelle finden. Ah, geht doch. Okay. Und das ist das B. Perfekt. Dann müssten wir es eigentlich haben. Yay. Und sie leuchtet. Sehr schön. So, was haben wir da? Ah, wieder ein Nordmet. Horn mit Blutmet. Und das war sogar schon das dritte. Und unsere Rage wird wieder erweitert. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Zu dem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, dass die relativ wichtig wird später. Für manche Gegner. Ich habe ja, glaube ich, schon in einem der letzten Parts mal angedeutet, dass das God of War ist, wo ich am meisten von allen anderen diesen Rage-Modus benutze. In den anderen habe ich es meistens ignoriert, weil man da eigentlich immer ohne Probleme so gut durchgekommen ist. Das würde man hier auch schaffen und manchmal macht es Sachen auch ein bisschen einfacher. Toll, und da schafft man was und dann wird man direkt wieder von Gegnern begrüßt. So als Belohnung.
Your skill continues to grow. Und da hätten wir noch was. Jetzt bräuchten wir nur einen Kristall. Verzeiht die Geräusche, falls ihr welche nebenan hört. Ich muss ab und zu mal was trinken. Mein Hals ist heute ein bisschen trocken. Das liegt vielleicht an dem Sommerwetter draußen. Mit fast an die 30 Grad. Okay. So. Wir halten uns jetzt schon sehr lange in diesem an diesem Ort hier auf. Guck mal, da drüben ist noch eine Kiste. Wenn man da rüberkommt, ist allerdings noch ein Rätsel. Okay. Da gucken wir uns erstmal noch ein bisschen um. Wir wollen ja so viel wie möglich mitnehmen hier. Boy, another light crystal. Ah, da unten ist ein Kristall. Okay, der macht uns dann wahrscheinlich den Weg. Ja, sehr schön. Gut, hätten wir das auch schon mal. Und mit dem Aufstampfen direkt mal so eine ganze Kutsche oder was es war, so eine Karre zerstört. Das kann auch nur Kratos. Just look at this place. It feels so dead. I was gonna say ancient, but that works too. Ich finde die Gespräche zwischen den beiden ja echt manchmal echt cool. Weil Atreus halt immer noch so ein etwas lockerer Junge ist. Und Kratos halt aber dieser verbissene Typ ist. So richtige zwei Gegensätze. Und da entstehen halt manchmal echt lustige Situationen. Die aber auch zum Glück nie so übertrieben lustig werden, sodass irgendwas kaputt machen. Nicht so wie manche Filme heutzutage das immer versuchen, überall Humor einzubauen und damit ihre eigene, ihr eigenes Franchise zerstören. Ich gucke in deine Richtung, Star Wars und Jurassic World. Wobei ich dazu sagen muss, zu dem Aufnahmezeitpunkt läuft Jurassic World, der neue, noch nicht im Kino. Deswegen kann ich darüber nichts sagen, aber der Trailer ist so furchtbar. Ich habe so keinen Bock auf diesen Film. Ich werde aber trotzdem reingehen, weil meine Freundin und meine Mutter den unbedingt sehen wollen. This is a lot of bodies. Aber meine Schwester und ich sind schon vornherein so am Abkotzen über diesen Film. Tell me what you see. Well, they look like men, not giants. Correct. Are you seeking treasure? See the traps? Oh yeah. Lucky for us, they set them all off. Be grateful these stay dead. Hoffentlich haben sie auch wirklich alle Fallen ausgelöst. Nicht, dass wir trotzdem in einer reinlaufen. Bats. Okay. The statue! We made it across! Yay. Mal wieder ein bisschen Fortschritt gemacht. Okay, da ist was zum Lesen. What does it say? Yes, sir! Oh, this is Durothrol. One of the four stags of the World Tree. He's supposed to watch the entrance to Jotunheim while the giants sleep. Think he's still there? I do not know. Weiß man nicht. Nach Jotunheim kommen wir ja eh nicht, weil dazu fehlt ja der Reisestein oder dieses dieses komische Gebäude da. Ich habe vergessen, wie das heißt. Was hat er denn da? Oh, wieder was zum Lesen. Gucken wir uns die an. Anscheinend. Die Schlange. Die Schlange ist des Sprechens nicht mächtig, aber ihre Feindseligkeit den Asen gegenüber ist unverkennbar. Die Zerstörung von Tyrs Tempel ist unmöglich, solange sie existiert. Ihre Anwesenheit hat jedoch bewirkt, dass der See der Neuen ihn gänzlich bedeckt. Ja, und noch schneller hätte ich jetzt nicht lesen können. Was habe ich denn da? Ich habe immer während des Aufnehmens, habe ich natürlich so gedacht, okay, später im Nachkommentieren werde ich das dann wahrscheinlich vorlesen und habe dann halt so im Kopf mitgelesen und dann gedacht, so das müsste ich dann auch bei der Aufnahme hinkriegen, aber irgendwie, also vorlesen dauert bei mir definitiv länger als so im Kopf mitlesen. Irgendwie passt das zeitlich nie. Tut mir leid, das ist halt ein bisschen der Nachteil beim Nachkommentieren, dass ich nicht so ganz genau auf die Sachen eingehen kann. So. Naja, das haben wir auf jeden Fall mal erkundet. So, dann können wir jetzt mal weitergehen. Hallo. Ja, Gegner.
Der aber auch kein Problem war. Sehr schön. Ja, es geht immer tiefer in den Berg hinein. Oh, sind wir etwa auf der anderen Seite von diesem Harz? Das sah gerade so ein bisschen so aus, ne? Guck mal schnell, ob es hier was gibt. Ah, da ist wieder so ein Ding, da fehlt aber der Stein. Naja gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns im nächsten Teil noch ein bisschen genauer um und vielleicht schaffen wir es dann auch auf die Spitze des Berges. Aber wir müssen jetzt erstmal hier einen Cut machen und im nächsten Teil geht es dann weiter und dann sehen wir, was sich hier noch für so miese, fiese Tricks und Fallen verbergen. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann.